Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Der DLAN richtet dieses Jahr 2020 wieder ein Groupbuild aus. Diesmal mit dem Thema Früher Krieg. Und das hier wird meine Teilnahme daran sein. Das hier ist ein älteres Dragon-Modell, das Kfz-70. 6x4 Personal Carrier. Oder wie es auf gut Deutsch heißt, die Kruprotze. Das Teil wurde ab Mitte der 30er Jahre gefertigt, insgesamt etwa 7000 Stück davon. Wurde als Mannschaftstransporter eingesetzt, aber auch als Zugfahrzeug für leichte Geschütze. Die Anhängelast konnte bis zu einer Tonne betragen. Den Bausatz habe ich seit einer Weile im Keller liegen. Den hatte ich gebraucht von meinem Cousin bekommen für kleines Geld zum Freundschaftspreis. Und wie gesagt, das wird mein Beitrag zu diesem Group Build zum Thema Early War, wo es bis kurz vor Operation Barbarossa geht. Und in dieser ersten Folge schauen wir uns das Modell einmal näher an. Und dann werde ich auch wahrscheinlich die Montage in der ersten Folge jetzt schon abschließen. Hier haben wir erstmal die Spritzlinge in der Übersicht. Ein großer, wo sich die Hauptteile des Fahrzeugs drin befinden. Zwei identische kleine, wo in erster Linie die Räder drin sind, die Radaufhängung. Und dann nochmal zwei. In dem einen hier ist nur das Geschütz quasi. Und hier der Rest, die Lafette. Denn die kleine 3,7 cm Pack, die man auf der Schachtel gesehen hat, die ist dem Modell auch beigefügt. Das gute alte Heeresanklopfgerät steht doch relativ sprichwörtlich auch für die frühen Jahre des Krieges. Denn kaum hatte der Zweite Weltkrieg angefangen, konnte man diese 37 mm Pack eigentlich schon fast nicht mehr benutzen, weil die meisten Gegner doch durchaus stärkere Panzer hatten. Die Details dieses Modells sind jedenfalls durchaus beeindruckend, wenn man sich hier das Riffelblech am Boden anguckt oder auch die Struktur der Sitzpolster. Klar, Holz ist auch schick gemacht. So, auch hier die Unterwanne. Oder diese filigranen Fahrwerksaufhängungen. Ich hoffe, ich kriege das alles heile aus dem Gussrahmen raus. Also Dragon-Modelle sind zwar unverschämt teuer, sind aber auch ziemlich gut. Na gut, dann starten wir mal den Bau. Jo, die Montage der Krupprotze ist soweit fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Frontscheibe, weil das halt ein Transparentteil ist und ich das Modell natürlich erstmal mit Airbrush in Ruhe grundieren möchte. Dann spare ich mir das Abkleben und male dann die Fensterrahmen, sag ich mal, hinterher einfach mit dem Pinsel vorsichtig an und gut ist. Die Pack habe ich in Transportstellung gebaut. Da hatte ich das Problem, dass ich das Geschütz, also das eigentliche Geschütz erst montiert habe, nachdem ich das Schild montiert hatte. Den Schild. Das ist nicht so günstig.
Also bei dem Modell empfiehlt es sich nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen wirklich die Reihenfolge, wie sie in der Bauanleitung vorgegeben ist, auch definitiv beizubehalten. Da hat sich Dragon wohl wirklich was bei gedacht. Ein kleines bisschen spachteln musste ich hier hinten. Da hatte ich so ein bisschen Spaltmaß an dieser Heckklappe, aber ansonsten ging der Zusammenbau problemlos und die Detaillierung, gerade hier im Fahrwerksbereich, die ist absolut fantastisch. Na gut, das war's von mir an dieser Stelle. Im nächsten Teil dieses Groupils wird dann das Modell grundiert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute. Und bis dahin. Ciao, ciao.